Ja, dann freue ich mich, euch ein paar Tipps und Tricks wieder dürfen zu zeigen. Für die anderen, was die mir dann noch zeigen, haben wir eine Liste zusammengestellt, wo wir dann das alles können nachschauen können. Ja, also, wir haben ja 50 Webinare gemacht. Wo findet man denn die Webinare? Einfach, dass ich es nochmal allen gezeigt habe, wenn bei uns auf der Homepage ist, opak.ch, kann man hier in Support rein. Und im Support ohne irgendeine Anmeldung hat es hier oben Opak Webinar und dann sind hier alle zusammen aufgelistet. Bis zu den Do-It-Yourself Hotkeys, wo man hier nachher direkt anschauen kann. Es ist ganz spannend, wenn man von 2012 das mal anschaut, wie Opak ERP damals ausgesehen hat. Also wechseln wir jetzt in Opak ERP über und fangen mal mit unseren Hotkeys an. Dazu gehe ich mal in die Adresse und ich habe ja hier meinen Lieblingskund und möchte jetzt von dem Kunden seine Verkaufsdokumente sehen. Vielleicht wollte ich zuerst noch eine Liste haben. Und die Liste möchte ich gerne sortiert haben. Zum Beispiel, wer hat alles grösser als 100.000 Franken Umsatz im Vorjahr gehabt? Dann kommen wir ja noch auf die Do-It-Yourself-Liste. Und genau jetzt, der 1041, der Achermann, den möchte ich jetzt gerne sehen. Jetzt kann ich mir ja die Nummer notieren, in 51.000 gehen und das auftun. Ich habe auch die Möglichkeit, hier jetzt so einen Hotkey einzurichten. Mit der rechten Maustaste kann ich hier die Do-It-Yourself Hotkeys aufrufen. Ich sehe, ich habe schon die Kontaktpersonen, die aber einen weiteren machen. Gehe also hier drauf, bekomme hier mein Menü, wo ich die kann her tun. Jetzt, ich tue das einfach auf den nächsten. Das ist ein Business Control mit einer Nummer oben noch. He? Ich weiß noch, okay, Verkaufsdokument ist doch bei mir auch mit 51. Ah ja, Verkaufsdokument. Ah, Kundendokument. Ich hätte gerne Kundendokument und wähle das hier aus. Jetzt kann ich das hier abspeichern, dann kann ich das mit der Kurztaste aufrufen. Wenn ich hier unten aber einen weiteren Knopf, einen Button will, dann kann ich das hier sagen und OK drücken, dann tut es mir den hier her. Jetzt kann ich entsprechend auswählen, wer ich gerne hätte, beispielsweise die Firma Achermann, und sagen, ich will jetzt von dieser Firma Achermann die Kundendokumente sehen. So ist es sehr einfach, etwas hier zu machen. Das geht natürlich auch nicht nur mit Business-Komponenten, sondern wenn wir hier nochmal reingehen in die Hotkeys, können wir das hier anschauen. Ihr habt ja auch hier gesehen, dass man hier Explorer-Positionen kann nehmen, also Sachen, die wir eingerichtet haben. Jetzt habe ich hier ganz viele. Ich tue jetzt hier mal sagen, ich will jetzt mal alles sehen, was irgendwie mit neu ist. Ah, eine Adresse neu eröffnen, habe ich mal hier, und zwar einen Ablaufassistent. Dann tue ich doch den hier auch rein, tue wiederum einen Knopf rein, hier. Das heisst also, ich könnte aus dieser Liste heraus jetzt sofort sagen, ich will eine neue Adresse eröffnen. Und ihr seht, es kommt der Ablaufassistent hier, wenn er definiert ist, mit diesen ganzen Abläufen. Und ich jetzt hier versuche, gibt es die Adresse? Wenn nicht, kann ich sie neu anlegen. Also solche Sachen sind über die Hotkeys jederzeit möglich. Wenn wir im Verkauf schauen, haben wir ja hier die Möglichkeit, einen neuen Auftrag aufzutun. Dann mal gross machen
und tue hier ganz neu etwas auf und sage hier wiederum der 1041er. Da mache ich eine normale AB auf. Ganz genau. Und da hier tue ich jetzt selbstverständlich mein Lieblingsartikel drauf. Und ui, den Lagerbestand gibt es doch nicht. He? So. So wie man das kennt. Schnellerfassung. Das heisst also, immer von dort, wo ich bin, zum Beispiel sage, zwei Stück, kommt er wieder auf die entsprechende Suchbegriffe ziehen, sage ich retour. Immer ein Hin und Her. Für dass wir das auch ganz sauber machen können, wenn ich hier noch Text oder irgendetwas möchte eingeben, kann ich auch jetzt hier den Artikel wählen. Dann kann ich den Artikel mit der Maus wieder holen. Dann kann ich sagen, ich würde gerne bei Position Text machen. Und habe hier näher die Positionstext und Zwischentitel, die ich hier habe, zum Beispiel beim Positionstext. Ist eine Spezialaktion. So, wir können aber auch hier das Bearbeiten einschalten. Das macht uns dann nachher folgendes. Ich mache eine neue Position. Ich sage hier wieder sagen, ein Stück. Und jetzt kommt automatisiert eine Positionenbearbeitung express auf. Das ist ein Do-it-yourself-Fenster, wo wir selber gestalten können, was wir gerne drauf hätten. Hier ein Do-it-Panel. Dann können wir also hier gerade direkt den Text rein tun. Könnt ihr noch ein neues Lieferdatum tun oder das, was ihr braucht, hier gerade direkt drin haben. Dann mache ich wieder Enter, wenn ich hier bin, mit OK. Und dann habe ich das schon bereits alles abgelegt, statt einzelne Fenster aufzuschreiben. Und die Schnellerfassung von den Aufträgen, sonst, das wisst ihr, ihr könnt mit F12 hier raufgehen und das von Hang oben abnehmen. Und hier jetzt zum Beispiel eine Änderung machen. Eins wieder oben runter. Das nächste innen eine Änderung machen. Eins oben runter. Enter. Wieder hier das aufrufen. Und wir sagen, es ist eine Spezialaktion. Es war eine Messeaktion. Enter. Und dann bin ich wieder entsprechend hier oben. Also das funktioniert alles mit der Tastatur. Ohne Maus ist das möglich. Gut, ich schließe den Auftrag jetzt einmal ab. Also das heisst, ich verbuche ihn. Ich mache jetzt hier ein neues Folgedokument. Und zwar mache ich einen Lieferschein. Ganz normal. Wird ich noch gefragt, ob ich das möchte übertragen. Jawohl, das hätte ich gern. So. Und der Kunde, er hat es noch gerade angerufen und möchte jetzt gern zusätzlich noch neue Position. Also er hätte gern noch etwas. Und zwar möchte er noch eine Kettensäge. Ja. Dann tun wir ihm doch die geben. Und das hier her tun. Was ihr jetzt so seht, ist, dass wir jetzt auf diesem Lieferschein eine zusätzliche Basisposition haben können dazu tun. Das schreiben wir hier selber her. Es ist auch hier jetzt vom Kapitel her separat aufgeführt und wird jetzt wie eine normale Position behandelt. Das ist möglich,
wenn eingestellt ist, dass wir so Basispositionen dürfen dazu nehmen. Was natürlich sehr praktisch ist. Jetzt ist es ja so, dass es manchmal nicht geht, so zusätzliche Positionen dazu nehmen. Dann gäbe es eine andere Möglichkeit, und zwar könnte man einen Auftrag in Auftrag machen. Das heisst also, ich habe einen Auftrag, da habe ich zum Beispiel schon einen Teil geliefert, und dann mache ich eigentlich auf dem Auftrag statt das Folgedokument Lieferschein ein Folgedokument Zusatzauftrag. Das kann man so einrichten, da müsstet ihr mit eurem Projektleiter reden. Das wären so Zusatzpositionen im Auftrag. Dann hätten wir noch also MES einsetzen, entsprechend inklusive Budget. Ihr kennt beispielsweise, ich tue hier abschließen, unser Widget MES rollend. Ich kann hier auch wieder direkt in Workspace hineingehen. Ich habe hier den Workspace mit den entsprechenden Zahlen von den MES-Auskünften. Ich habe hier die Möglichkeit, nachher entsprechend den MES-Kreis, den wir aufgebaut haben im Artikel und in den Adressen, zu wählen. Beispielsweise hier die Regionen und aus den Regionen nachher die entsprechenden beispielsweise Artikelgruppe ist so aufgebaut bei mir. Und dann habe ich auch nachher auch noch das Detail, wo ich rein kann und kann schauen, was ist jetzt denn passiert in diesen Monaten. Ich habe also Statistik als Rangliste und ich kann das immer vergleichen mit dem zum Beispiel hier Hauptbudget, wenn ich dann ein Hauptbudget drin habe. Und das ist dann nachher, ich gehe nachher, immer wieder aufzubauen, indem ich hier sage, Budgetierung für den Verkauf. Ich würde hier gerne ein Budget machen für einen Kunden, zum Beispiel Geschäftsjahr 2023. Mit was will ich es vergleichen? Ich habe ein Budget und ich kann sagen, ein Hauptbudget, eine Variante 1 und eine Variante 2. Dann kann ich das nachher entsprechend eintragen. Die Budget kann ich gewichten, also das ist sagen im Verhältnis oder prozentual oder linear. Das heisst also, ich tue einen Betrag eingeben, der soll es auf den Monat verteilen, aber nicht überall gleich im Monat, sondern halt mit einer gewissen Gewichtung. Die Zahlen kann ich nachher überall wieder brauchen. Das Schöne daran ist, dass sobald wir uns im Verkauf befinden, habe ich gerade sofort die Ansicht, natürlich jetzt, was alles verrechnet worden ist. Es ist dann, was für einen Eingang, also das Detail, wo ich die Auftragseingänge sehe und nicht die Auftragsverrechnung, was natürlich eine andere Ansicht ist vom Ganzen. Und dann habe ich das noch für einen Einkauf und für einen Servicekundendienst. Auch hier schaut euch das an, schaut, ob das euren Anforderungen entspricht oder ob ihr hier noch etwas müsstet ändern. Es gibt eine Möglichkeit, das MES nachzufahren aufgrund von euren Daten, wie sie jetzt eingestellt sind. Dann weitere Sachen, die wir haben, sind halt unsere BO-Liste. BO-Liste ist etwas ganz Tolles. Das ist so eine Liste, die ich alles damit machen kann. Und eins der schönen Teile ist ja, dass ich die Liste grundsätzlich, ja, hier in meinen Favoriten inne, habe ich hier als Beispiel Auswertungen, dass ich hier so mal schauen kann, Positionen von allen Vertretern. Das ist eine BO-Liste, die gewisse Filter drin hat, die gewisse Sachen anschaut, ausfiltern, Auswertungen machen und mir das nachher hier entsprechend anzeigen. Mit den entsprechenden Kolonnen, mit natürlich, wenn ich gerne möchte, auch Berechnungen auf diesen Kolonnen. Und das sind jetzt alle Vertreter, die ich hier habe. Ich habe aber auch jederzeit die Möglichkeit, zum Beispiel nur einen Vertreter aus
zu machen, dann seht ihr, habe ich jetzt plötzlich nur noch den Heldner hier drin. Und weiter kann ich in diesen BO-Listen ja entweder entsprechend suchen hier oben, also sagen, ich würde gerne nach irgendetwas drin suchen. Ich kann das natürlich auch zutun, sieht ein bisschen schöner aus. He? Ich habe aber auch die Möglichkeit, den Express-Filter hier oben zu brauchen. Dass ich also kann sagen, ja, ich will jetzt nochmal alle Artikel 101, tun wir die ausfiltern. Und dann erst noch alle, wo irgendwie die Menge grösser als 20 ist. He? Haben wir mal Angst, grösser als 100. Ja, nehmen wir das. Und dann könnte ich auch noch weitere Sachen machen. Also so ist man relativ schnell an einem Resultat dran, wo man gerne möchte mit diesen BO-Listen. Jetzt, von hier aus haben wir ja gezeigt, das ist eine Position, die wir hier anzeigen. Da ist wiederum so ein Hotkey. Verkaufsdokument bearbeiten, also ich gehe jetzt hier in das Dokument rein und ich sehe dann nachher auch gerade direkt die Position, die ich hier habe, aktiv. Nehmen wir hier nochmal einen anderen, gehe hier wieder auf das Verkaufsdokument und sehe jetzt, das ist jetzt hier die Position, die hier wieder aktiv ist. Das heisst also, mit diesen Listen können wir sehr viel machen, was wir vorher einfach ausgedruckt haben und da haben. Ja, das ist jetzt einfach so zwei, drei ganz kleine Tipps und Tricks. Und jetzt, wie kommen wir zu den anderen 50? Ja, indem ihr unsere Webinar schaut. Das ist natürlich etwas, wo nicht nur in den Webinaren ist, sondern auch sonst allgemein, zum Beispiel auf der Hilfe erklärt. Da kann man do-it-yourself machen, ich kann andere Sachen machen. Ich habe aber entsprechend ein Dokument zusammengestellt und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an mit dem Urs. Darum gebe ich wieder durch den Urs. Merci vielmals.